So, wir stehen jetzt im Stand von Firma Hideo. Neben mir steht Herr Leo. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie vielleicht kurz unseren Kunden etwas über Ihre Firma sagen? Ja, gerne. Also die Firma Hideo wurde 1984 durch den Ingenieur Herr Baselin gegründet. Sein Hobby wurde zum Beruf gemacht und seine Kenntnisse im Bereich der Technik hat er hier in bester Weise einbringen können. Wir produzieren in Italien technische Produkte vorrangig für das Meerwasser, für die Aquaristik. Sie sehen hier eine Auswahl unserer Produkte vom Abschäumer für Meerwasser, für Skimmer, Calciumtechnik, Futterautomaten, Filter, Heizer, Pumpen. Unser bestes Produkt ist die Coralia, eine Strömungspumpe. Wir verkaufen sie weltweit in enormen Stückzahlen. Dieses Produkt hat sich im Laufe der Jahre wurde ständig weiterentwickelt und auf den aktuellsten Stand gebracht, sodass wir den hohen Anforderungen der Aquarianer auch gerecht werden. Das vielleicht zu den technischen Produkten. Ja, also der Schwerpunkt Ihrer Firma liegt in Meerwasser-Aquaristik. Genau, in der Meerwasser-Aquaristik. Und wir liefern unsere Produkte, also wie ich schon sagte, weltweit, wobei unser stärkster Absatzmarkt die USA ist. Dann natürlich auch England, Frankreich, Italien logischerweise und der Rest der Deutschland, Mitteleuropa. Okay, und welche Vorteile haben Ihre Produkte im Vergleich zu den Produkten der Konkurrenz? Nun, wir entwickeln unsere Produkte natürlich stetig weiter, gemeinsam mit richtigen Aquarianern, auch mit der Universität, die diese Produkte im Test hat, sodass wir also die geringsten Fehler schon im Vorfeld erkennen und dabei schon abstellen können. So haben wir zum Beispiel auch eine Sache, diese Magnettechnik. Das sind Produkte, die auch unsere Qualität auszeichnen, die sich besonders eignen für eine geräuscharme und festen Sitz dieser Produkte. Wir müssen sich vorstellen, durch die Rotation, die entstehen, würde, wenn Sie hier schon keinen richtigen Halterungspunkt haben, würden Sie Geräusche empfinden, die unangenehm sind. Das Aquarium würde ein Rattern erzeugen. Und insofern ist schon dieser kleine Detail ein wichtiger Punkt, den wir hier berücksichtigt haben. Also die Pumpen sind auf höchstem Niveau. Maximal festhaltig, genau. Und leise. Also auch so von der Leistungsfähigkeit, vom geringen Stromverbrauch, das sind alles Parameter, die wir in der heutigen Zeit beachten müssen. Strom wird immer teurer, das heißt, wir richten unsere Produkte dahingehend aus, dass wir einen geringen Stromverbrauch haben und trotzdem eine volle Powerleistung dabei erreichen. Können Sie uns vielleicht irgendwelche Produkte vorstellen, die Sie vielleicht auf dieser Messe neu präsentieren? Gibt es sowas? Ja, neu in diesem Bereich, das ist hier das ist ein Level-Messer, der kontrolliert praktisch den Wasserstand des Aquariums, der Aquariumanlage. Das heißt, es kann nicht passieren, dass durch Verdunstung oder durch einen Fehler in der Pumpe das Wasser sinkt, sodass die Fische dann sterben würden. Sondern am besten kann man das eigentlich demonstrieren am Beispiel. Ja. Das machen wir danach. Das können wir danach machen, ja. Ansonsten, wir haben noch in der zweiten Schiene die Linie H2 Show. Sie ist entstanden aus den Pumpen und LED-Lichtern, die wir schon länger im Sortiment hatten. Die Nachfrage der Endverbraucher, unserer Kunden, war hier etwas zu kreieren, was eine Kombination zwischen Lichteffekten, aber auch einer schicken Dekoration ist. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht und haben diese H2 Showlinie ins Leben gerufen, wie wir dort in diesem Bereich sehr eindrucksvoll dargestellt haben. Das heißt, wir kombinieren eine Innenwasserpumpe, keine externe, sondern eine interne Wasserpumpe mit einem schönen Lüftungsambiente, wo wir auch ein LED-Licht in den verschiedensten Farbmöglichkeiten integrieren können. Wir haben da also 5 Farben, man kann grün, blau, rot, man kann auch Wechsellicht machen, das wir dann jeweils mit einem Deko-Teil ergänzen können. Dazu haben wir 3 Welten ins Leben gerufen. Einmal diese
Atlantis, diese versunkene Stadt, wo wir eigentlich so richtig aus dem Mythos Atlantis so einen kleinen Ausschnitt darstellen konnten. Dann Magic World, das ist so anlehnt an dem, was aus dem Fernsehen bekannt ist, wo wir hier so diese Zauberkugel, also etwas Mystisches, wo wir auch den Trend der jungen Leute erreichen wollten. Ja, gerade junge Leute, die so im Film, es gibt einen ähnlichen, so Harry Potter zum Beispiel, der war, wo er anlehnt, da ähnliche Produkte vorkommen. Und zum Schluss Lost, das ist auch diese versunkene Aztekenstadt im rechten Beispiel, wo wir auch Modelle aus dieser versunkenen Aztekenstadt hier mit präsentiert haben. Ja, kommt sehr gut an. Ist also auch was ganz anderes als die bisherigen Dekorationen. Und diese Dekorationen sind für Süßwasser sowie für Meerwasser geeignet? Für Süßwasser geeignet, ja. Und haben Sie noch andere Produkte für Süßwasser? Weil es sieht so aus, dass Sie nur Meerwasser-Aquaristik irgendwie... Das ist der Ausgangspunkt gewesen, die Firma Hüder begonnen hat, das war die Meerwassertechnik. Dann haben wir natürlich auch weit, das ist zum Beispiel ein ganz allgemeiner Futterautomat, den gibt es auch in zwei Sorten, einmal mit einem LED-Licht, wo ich das digital einstellen kann, oder einem manuellen Futterautomat, wo ich manuell einstellen kann. Das ist für Süßwasser, Aquaristik, oder hier unsere Filter in verschiedensten Parametern und Größen, die wir im Sortiment haben. Dann haben wir natürlich auch Pumpen für Terraristik, für Aquaristik geeignet. Man kann also auch Terrarien damit eine Funktionalität. Heizer, die für normale Aquarien geeignet sind. Auch hier haben wir ganz besondere Highlight drin. Wir haben zum Beispiel, arbeiten wir... Wir arbeiten im Gegensatz zu anderen mit ganz neuer, aktueller Technik. Das ist eine Thermofolie, wie sie auch in der Autoindustrie verwendet wird, und einem Mikroschalter. Das heißt, unsere Heizer garantieren eine absolute Sicherheit. Das heißt, wenn ich das herausnehme aus dem Aquarium, schaltet sich sofort die Temperaturregler ab. Das heißt, es kann kein Überhitzen vorkommen. Wissen Sie, wie ich meine? Schon praktisch, ja. Ja. Hinzu kommt, dass dieses Teil auch absolut bruchsicher ist. Das kann man werfen, fallen lassen, es geht nichts kaputt. Das ist also auch eine ganz besondere Innovation. Vielleicht können wir jetzt an dieser Neuheit, da kann man das besser erklären,